Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Unter dem Motto Zusammenwachsen findet seit dem 28. Juli die 125. Jahreskonferenz der Evangelischen Allianz statt. Der Generalsekretär des Evangelikalen Dachverbandes, Reinhard Schink, verrät, warum es wichtig ist, als Christen überkonfessionell zusammenzustehen. Wir erleben, dass Jesus Wort wahr ist, dass er mitten unter uns ist, wenn wir zusammenkommen. Also ist die eigentlich richtige Frage, wie könnte man denn darauf verzichten, gemeinsam zusammenzukommen? Wie können wir darauf verzichten, dass er mitten unter uns ist? Das ist ein unglaubliches Erleben, diese Realität von seiner Gegenwart zu spüren. Nur 500 Besucher können die ausgebuchte Konferenz wegen der Corona-Beschränkung vor Ort in Bad Blankenburg erleben. Ein Teil der Beiträge wird deswegen zusätzlich digital übertragen. Das ist die 125-jährige Allianz-Konferenz, eine Jubiläumskonferenz. In diesen 125 Jahren merken wir, Gott steht treu zu seinen Verheißungen. Er hat diese Evangelische Allianz ins Leben gerufen und er wird sie auch in die Zukunft führen. Diese Dankbarkeit und Freude an Jesus, an seinem Wort, das soll von der Allianzkonferenz ausgehen. Dieses gemeinsame Vertrauen auf Gott hatte für die Teilnehmer in der Vergangenheit auch immer einen tollen Zusatzeffekt, so Schink. Damals war die Allianzkonferenz auch wirklich bekannt, in Anführungszeichen, als Heiratsmarkt, wo man andere Christen kennengelernt hat. Viele haben hier ihren Ehepartner kennengelernt. Und das macht so eine Konferenz natürlich super attraktiv bei jungen Leuten. Ganz allgemein sei das Ziel der Allianzkonferenz aber, allen, die daran teilnehmen, einen Ort der Freiheit, der Hoffnung und der Ermutigung zu geben. Dank neuer Kommunikationstechnik ist es heute viel leichter, die Bibel zu verfolgten Christen zu bringen. Das geht aus einem Bericht der Zeitschrift Bibelreport hervor. Insbesondere Smartphones eröffneten neue Möglichkeiten. Früher sei es oft äußerst riskant gewesen, gedruckte Bibeln in Länder zu schmuggeln, in denen sie verboten waren. Heute könne das Wort Gottes dank der Digitalisierung viel unauffälliger in fast jedem Winkel der Welt verbreitet werden. Das gelte auch für Länder wie Afghanistan, Somalia oder den Iran, in denen der Besitz einer Bibel lebensgefährlich sein kann. Weltweit benutzten rund 3,5 Milliarden Menschen ein Smartphone. Prinzipiell könnten Bibeltexte auf all diesen Geräten heruntergeladen werden. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.